Jo Leute, was geht? Web on One ist am Start und ich darf euch heute zum neuesten Video von mir begrüßen. Und zwar hat mir Pandomoto wieder was Schönes zugeschickt und ich darf euch heute zwei Kevlar-Jeans vorstellen. Die eine habe ich vor einem halben Jahr im Oktober, glaube ich, schon mal vorgestellt euch beiden. Dazu auch dieses Capo Slim Fit Shirt. Und zwar geht es um diese Black Mark Chino Hose. Und die neue Hose ist eine Innovation aus einer Lederkombi und einer Kevlar-Jeans. Dazu später aber mehr. Fangen wir mit der Black Mark Chino Hose an. Und ich hatte sie ja, wie ich gerade schon gesagt habe, vor einem halben Jahr schon mal vorgestellt und durfte sie jetzt ein halbes Jahr lang testen und war jetzt auch des Öfteren damit in der Arbeit. Das ist nämlich auch der Punkt, wofür diese Kevlar-Jeans meiner Meinung nach gemacht sind. Also entweder zum Cruisen oder halt zur Arbeit fahren, mal eben irgendwas erledigen, aber halt trotzdem sicher im Straßenverkehr unterwegs sein. Wie gesagt, Black Mark Chino-Hose. Chino-Hose kennen vielleicht einige, die sind daran zu erkennen, dass an der Gesäßtasche eine halt so eine Schlitztasche hat quasi. Hier ist, die ist schlicht schwarz. Wir haben die Knieprotektoren hier vorne drin. Die sind meiner Meinung nach recht unscheinbar. Also ich finde nicht, dass man sie sieht. Hüftprotektoren können reingesetzt werden. Habe ich jetzt nicht drin in dem Fall, könnten aber reingesetzt werden. Die für euch vielleicht noch interessant zu wissen. Die Hosentaschen sind schön groß. Also haben wir was vorbereitet. Portemonnaie passt hier sehr gut rein. Auch während der Fahrt ist es gar nicht mal so unbequem. Ist natürlich eine Frage, ob es sicher ist für euch. Ihr habt hier vorne noch einen Karabiner oder beziehungsweise einen Ring für einen Karabiner oder Schlüssel, wie auch immer. Das heißt, wenn ihr vom Motorrad absteigt, Karabiner, zack, zack, dran, fertig. Wie ich gerade schon sagte, Taschen sind tief genug vorne. Hinten am Gesäß, wie gesagt, ist halt wie Chino-Style. Die eine ist ein Schlitz, die andere ist eine ganz normale Tasche. Für die, die es interessant wäre. Vielleicht wäre es wichtig, sinnvoll für euch zu wissen, wie das Ganze auf dem Motorrad aussieht. Dazu hocke ich mich einfach mal drauf. Vielleicht filmst du von hier. Und zwar sieht man hier, es ist angenehm zu tragen. Hier staucht sich nichts drin. Das ist alles in Ordnung. Ich habe hier wird es nicht eng für mich. Und ich habe noch echt Luft in der Hose. Also sie sitzt sehr bequem. Ist natürlich, wie ich auch im letzten Video gesagt habe, sehr stretchy. Das heißt, ich kann auch mich hier schön rüberlehnen. Habe hier einen super Winkel. Und sie ist sicher dabei. Also im Prinzip muss ich ganz ehrlich sagen, eine super Hose, die mir wirklich gut gefällt. Dazu bei diesem Wetter das Capo Slim Fit Shirt. Meiner Meinung nach passt sehr schön zusammen. Und ich denke, ihr seid alle ziemlich heiß auf die neue Innovation. Also für mich ist es was Neues. Vielleicht kennen die ein oder andere schon. Aber ich denke, da ist was sehr Spannendes für euch dabei. Und wir würden das Ganze mal mit einem kleinen Körnchen starten, würde ich sagen. Das ist die neue Innovation. Die Füchse unter euch haben es schon quasi gesehen. Und zwar, ich will nicht lange auf die Folter spannen, und zwar geht es um diese Lamellen hier. Ich persönlich habe sowas noch nicht gesehen in der Kevlar Jeans. Aber das macht die ganze Sache noch bequemer. Was ich gerade vergessen habe, bei der anderen Hose noch zu sagen, beide Hosen sind aus Korkuda und Aramid. Das macht es so reißfest und auch strapazierfähig, also stretchy. Ja? Also ich habe hier noch mehr Platz und noch mehr Beinfreiheit quasi als in der Hose. Durch diese Lamellen, die sich dann auffalten quasi, wenn man sich aufs Motorrad setzt. Das ist natürlich für einen jetzt eine sportliche Variante. Für jemanden, der jetzt ins Büro fährt oder so, ist es vielleicht nicht ganz das geeignetste. Wir haben auch wieder hier Knieprotektoren drin. Ich finde auch wieder schön unscheinbar, kann man nicht sehen. Diese werden aber, wie im Gegensatz zur Black Mark Chino Hose, werden die von außen eingesetzt. Bei der Black Mark Chino Hose gehen die von innen. Vorne die Taschen sind etwas kleiner. Hände passen trotzdem gut rein. Portemonnaie passt auch gut rein. Die Hose sitzt meiner Meinung nach enger. Also es ist eine Slim Fit Hose oder wie man das sagt. Hinten habt ihr auch nochmal diese Stretch-Einlagen wie bei der Lederkombi. Ganz normale zwei Taschen, die relativ, ja, ein Portemonnaie würde da auch noch reinpassen.
Aber im Grunde finde ich die sehr geil. Jetzt setze ich mich mal aufs Motorrad drauf, um euch nochmal zu zeigen, wie es dann da aussieht. Und zwar wird man jetzt sehen, wenn ich das Bein anwinkle, auch wieder, ich habe hier keine gestretchte, also keine Stauchung oder sowas drin. Das passt sich sehr schön an. Hier ist maximal auf Spannung jetzt für mich. Aber ich habe wieder super viel Platz. Also ich habe, meiner Meinung nach ist die noch ein bisschen leichter und einfacher zu tragen als die Blackmark Chino. Hat aber halt den optischen, also wirkt optisch etwas anders, also ein bisschen sportlicher. Wenn ich mich also entscheiden müsste zwischen den beiden Hosen, muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich mich nicht entscheiden. Das hängt immer davon ab. Ich würde sagen, das ist eher was für jüngere Leute, die zur Schule fahren oder so. Die haben, glaube ich, also ich finde, sowas hat auch einfach Style und Funktion in einem. Das ist einfach nur geil und es ist sicher im Straßenverkehr. Die Blackmark Chino Hose ist für mich dann mehr sowas wie für den Geschäftsmann, der ins Büro fahren will, der sich aber nicht umziehen will, der einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der sich nicht umziehen möchte, zur Arbeit fahren, also morgens anziehen, zur Arbeit fahren, da bleiben den ganzen Tag und wieder nach Hause fahren, ohne irgendwas ändern zu müssen. Und das hier ist halt echt für Schule, für die Werkstatt, für was weiß ich, einfach eine stylische, geile Hose. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, lasst ein Like und einen Daumen da. Und ein Like und einen Daumen, Like und ein Abo da, meine ich natürlich. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut's da rein, Leute. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt es in die Kommentare. Wir antworten, wir quatschen. Haut's da rein, Leute. Ciao, ciao.